Hi Leute, vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu meinem Review des Alcatel OneTouch Scribe HD. Innerhalb der nächsten rund 60 Minuten wollen wir uns ganz genau anschauen, wo sind die Stärken, wo sind die Schwächen dieses Geräts, was hat Alcatel gut gemacht und wo sollten sie nochmal nachbessern. Natürlich sind 60 Minuten nicht wenig, es sind ungefähr eine Stunde, aber wenn man sich für 300 bis 700 Euro ein Smartphone kauft, dann möchte man natürlich ganz genau wissen, was es kann, wo Stärken und Schwächen sind und noch viel, viel mehr. Zu Beginn gibt es von mir wie immer einen Tipp für euch. Das Ganze ist wirklich sehr lang, also startet das Video, am besten natürlich in Full HD und dann geht erstmal weg, geht in die Küche, holt euch was zu essen oder was zu trinken, vielleicht auch irgendwas Süßes und dann, während ihr zurückkommt, nachdem ihr das Ganze fertig gemacht habt, ist das Video bestimmt komplett vorgebuffert und ihr könnt es schauen, ohne dass noch irgendwas stockt. Und ich habe jetzt genug gequatscht, wir fangen an mit dem Review, ich wünsche euch viel Spaß. Los geht's! Wir fangen natürlich am besten an, indem wir das Gerät einschalten. Dafür holen wir uns die Oberseite her, drücken für 1, 2, 3 Sekunden auf die Ein-Aus-Power-Taste. Es erscheint der OneTouch Scribe HD-Schriftzug und ich bringe euch die letzten technischen Daten. Wir haben als Betriebssystem Android 4.2.1 Jelly Bean. Angetrieben wird es durch einen 1,2 GHz Quad-Core-Prozessor und zwar kommt er von MediaTek, es ist der MT6589. 1 GB RAM kommt ebenfalls dazu. Ins Internet gehen wir über HFPA+ bis 42 Mbit die Sekunde. WLAN 802.11 nach B, G und Endstandard sind dabei, genauso wie Bluetooth 4.0. Ja, das ganze Gerät bootet so ein bisschen vor sich hin. Und was soll ich so lange sagen? Wir werden jetzt gleich eine zweite SIM-Karte einlegen, einfach um euch zu verdeutlichen, wie das Ganze aussieht, wenn wir zwei SIM-Karten drin haben. Wir sind hochgefahren, also legen wir los. Ist das Alcatel mal hochgefahren, müssen wir natürlich die PIN bzw. die Pins eingeben. Wenn wir entsperren, kommt einfach direkt die Abfrage für jeweils eine Karte. Wenn wir zwei Karten drin haben, müssen wir natürlich zwei eingeben, ansonsten nur eine. Und dann kommen wir mal zu den ersten Schritten, das heißt zur Einrichtung. Wie sieht das Ganze aus? Wir haben hier natürlich unsere normalen Seiten, über die wir mit einer Wischgeste hin und her wechseln. Hier unten in diesem Kästchen sieht man, auf welcher Seite wir gerade sind und wie viel es insgesamt gibt. Dazu gleich jedoch mehr. Wir wollen uns erstmal die Tasten rund um das Gehäuse anschauen. Wir gucken mal rüber und sehen dort vor allem die Laut-Leise-Taste. Wenn wir die drücken, dann können wir unser Profil ändern. Heißt, das Ganze stumm schalten, auf Vibration oder auf Laut. Wir können das Ganze natürlich auch virtuell über die Tastatur machen. Wenn wir hier links auf den Button drücken, klappt aber nichts. Das heißt, wir können runterschalten bis vibrieren. Stumm kriegen wir das hier nicht. Also noch einmal runter oder hoch, je nachdem, was ich denn vorhabe. Auf der Oberseite finden wir natürlich die Ein-Aus-Power-Taste. Einmal gedrückt und das Display wird gesperrt. Noch einmal gedrückt und wir können das Ganze wieder entsperren. Außerdem können wir damit noch mehr machen. Halten wir die Taste nämlich länger gedrückt, erscheint dieses Telefonmenü. Wir können das Gerät ausschalten, neu starten, in den Flugmodus wechseln und damit alle Datenverbindungen kappen und einen Schnellstart einschalten. Das heißt, dann wird die Startzeit verkürzt. Das machen wir einfach mal. Außerdem haben wir hier nochmal die Möglichkeit, das Ganze einzustellen und zwar laut, stumm oder Vibration. Wir haben den Schnellstart eingeschaltet, also schalten wir das Gerät doch einfach mal aus. Okay, jetzt lege ich die zweite SIM-Karte ein und dann starten wir das Ganze nochmal von vorne und es sollte deutlich schneller klappen. Ja, sehr schön der Hinweis von mir, dass hier genau steht, wie man die SIM-Karte einlegt. Ich habe es natürlich gleich andersrum gemacht. Also, diese kleine abgehackte Spitze muss nach unten zeigen. Man könnte auch einfach sagen, der Chip muss nach oben zeigen. Jetzt lässt sich das Ganze auch genussvoll einführen. Es klickt kurz, wir machen das Ganze wieder zu und fahren das Gerät dann neu hoch. Gleiches Spiel wie eben. 1, 2, 3 Sekunden die Ein-Aus-Power-Taste. OneTouch Scribe HD erscheint. Es kommt der Bootscreen und zack, da sind wir schon. Wir sperren es zur Seite und jetzt sollte eigentlich die Anfrage für die PIN-Nummern kommen. Wir können hier noch nicht viel machen. Die SD-Karten werden vorbereitet und da ist die PIN-Abfrage. So, PIN 1 dürfte dieser sein. SIM-Karte ist gesperrt, also ist es vielleicht dieser. Na? Okay, hab noch nicht angenommen. Okay, das hat geklappt. Die zweite PIN ist diese. Auch diese SIM-Karte wird entsperrt und nun sind wir hier. SIM-Karte geändert. Neue SIM erkannt. Aktuelle Standard-SIM-Einstellung. Welche soll nun die Standard-SIM sein? Okay, die Verbindung kennen wir. Das ist eingeschaltet. Ändern oder deaktivieren. Hier ist alles gut. Wir sehen nun hier zwei verschiedene Nummern, die eine blau, die andere orange. Das Ganze sehen wir auch hier oben in der Statusleiste, das schauen wir uns aber gleich noch an. Ich kann hier die SIM-Karten also einzeln einschalten und auch wieder ausschalten. Ja, jetzt seht ihr die Nummern, aber das bringt euch sowieso nichts, denn die liegen eh nur hier rum. Wenn ihr wollt, dann ruft halt trotzdem an, ihr werdet das schon sehen.
Standard-SIM-Karte. Jetzt kann ich hier einstellen, welche soll wofür gut sein. Sprachanruf, O2 oder Vodafone. Ich nehme mal Vodafone. Videoanruf, genau dasselbe Spiel. Okay, dieser Vorgang aktiviert 3G auf dieser SIM-Karte. Möchten Sie fortfahren? Und so weiter. Na gut, dann lassen wir das mal. Mitteilungen. Auch hier kann ich einstellen, immer nachfragen. Das heißt, bei Mitteilungen und Sprachanruf kann ich mir das immer selbst aussuchen. Gut, das ist das Wichtige, wenn ihr zwei Karten einlegt. Ansonsten überspringt ihr diesen Teil einfach. Gut, wir haben die Laut-Leise-Taste gesehen und die Ein-Aus-Power-Taste. Ansonsten gibt es hier keine weiteren Tasten, also können wir mit der Software loslegen. Ja, was sollen wir hier machen? Wir fangen einfach mal mit dem Lockscreen an. Dieser findet sich natürlich über die Power-Taste und schaut so aus. Wir sehen hier die Uhrzeit genauso wie das Datum, haben hier diesen kleinen Schlitten, den wir wegziehen können, ein Schloss. Und unten sehen wir drei Punkte. Wenn wir den Finger dort drauf packen und es nach oben ziehen, dann öffnen wir nun direkt Google Now. Sehr, sehr schön. Gut, gehen wir aber nochmal dorthin. Es gibt hier nämlich noch mehr zu sehen. Man sieht schon, wenn ich das ganze Gerät entsperre, kommen links und rechts diese Ränder. Ja, hier habe ich Widgets, wie beispielsweise direkt die Kamera-Applikation. Das heißt, über den Lockscreen kann ich dank Jelly Bean direkt die Kamera-Applikation öffnen. Ja, gut, so viel dazu. Ich kann aber noch viel, viel mehr. Ich kann jetzt hier nicht einfach so nach links oder rechts wischen. Mit einer kleinen Bewegung geht das. Klicke dann auf Plus und kann noch viel mehr hinzufügen. Sowas wie eine Digitaluhr, Gmail, Google Now, Google Plus Beiträge oder Mitteilungen. Wenn ich hier Mitteilungen hinsetze, dann habe ich hier eine Nachrichtenübersicht. Und wenn ich hier oben auf dieses kleine Plus klicke und dann hier einmal durchwische, komme ich direkt in die Nachrichten und kann direkt eine SMS schreiben. Noch einmal rein. Wir müssen das hier nicht immer runterziehen. Das Ganze geht auch so, einfach links oder rechts. Kann nochmal auf Plus klicken und dann kommt Google Now. Na, so. Gehe noch einmal rüber, kann noch etwas hinzufügen. Wir wollen jetzt einfach mal schauen, wie viel dorthin passt, damit ihr das wisst. So, rüber. Google Plus Beiträge können wir auch noch draufpacken. Wir haben jetzt, mal schauen, ganz rechts die Kamera. Den normalen Haupt-Homescreen, 1, 2, 3, 4 Seiten und auf Plus kommt nichts mehr. Das heißt, viel mehr ist auch nicht möglich. Natürlich kann ich auch einfach das Ganze normal entsperren, wenn ich das zur Seite nach oben, links oder rechts ziehe. Dann lande ich wieder auf meinem Homescreen und den schauen wir uns nun an. Der bzw. die Homescreen sind meine Hauptarbeitsoberfläche. Wie gesagt, mit einem Wisch wische ich hin und her. Wenn ich diese Geste mache, haben wir keine Übersicht über alle Seiten. Man kennt das vielleicht von HTC-Geräten. Das gibt es hier nicht, weil wir Vanilla UI, also die Standard-Google-Oberfläche haben. Ansonsten öffnet sich jetzt einfach mal Facebook, das wollen wir aber nicht, dafür war das Widget verantwortlich. Wir können natürlich die Seiten so bestimmen, wie wir wollen, einfach irgendwo ins Leere klicken und dann kommt das hier. Hintergrund auswählen, aus der Galerie, aus dem Hintergrundkatalog, aus den Live-Hintergründen oder Video-Hintergründen. Mir gefällt der Frosch, also behalten wir den mal. Wenn ich Apps hinzufügen oder verschieben möchte, geht das so. Ich suche mir eine Seite mit Apps, halte eine Applikation für eine Sekunde fest, kann das dann oben auf Entfernen schieben und das Ganze wird natürlich von hier entfernt, nicht aber vom kompletten Gerät, sondern nur von der Seite. Kann mir eine Applikation auch einfach nehmen und sie zur Seite schieben, wenn ich sie ganz rechts an den Rand halte, wird es dort blau und ich kann zur nächsten Seite wechseln. Genauso kann ich auch wieder zurückwechseln. Halte ich das Ganze auf eine andere Applikation, das seht ihr hier, dann kann ich einen Ordner erstellen. Das Ganze wird dann rund, ich kann draufklicken, so schaut ein Ordner aus und ich kann den natürlich auch umbenennen in Ordner. Vielleicht schicke ich auch noch eine 1 dazu. Die Tastatur sieht sehr verrückt aus, die schauen wir uns aber natürlich nachher noch einmal an. Also, Ordner 1 gefällt mir. Klicke auf Fertig, sortieren Sie Ihre Anwendung in Ordnern. Natürlich kann ich auch hier nochmal hin und her schieben und ich kann natürlich auch eine Applikation wieder rausholen und den Ordner damit auflösen. Gut, ich möchte nach rechts oder ich möchte vielleicht hier unten in die Leiste, denn das ist die Leiste mit allen statischen Applikationen. Die sind auf allen Seiten vorhanden, ihr seht das schon. Hier packt man dann das Wichtige hin, also das, was man immer braucht, sowas wie Telefon oder Kamera zum Beispiel in meinem Fall. Kann das aber auch einfach wieder rausziehen. Kann ich mir theoretisch so einstellen, dass ich unten gar nichts habe, außer dem Menübutton. Das finden wahrscheinlich auch einige ansprechend, weil das gut aussehen könnte. Ansonsten ziehe ich mir wieder Applikationen hier runter und ihr seht schon, bei 4 ist Schluss. Ich kann aber auch hier Ordner erstellen. Ich zeige euch das mal gerade von nah. So sieht das aus, wenn ich einen Ordner erstelle. Es wird so schön rund, wie eben schon gesagt. Ja, mehr als 4 geht nicht, Ordner kann ich aber einfügen. Ich entferne das Ganze, so viel zur Einrichtung. Ich glaube, man versteht das ganz leicht. Natürlich kann ich aber auch andere Applikationen nehmen, die nicht schon hier auf den von mir eingerichteten Homescreen sind. Dafür klicke ich einfach ins Menü.
Das Menü ist aufgeteilt in Anwendungen, heruntergeladene Anwendungen, Widgets und rechts den Zugang zum Play Store. Und dann haben wir 4x5 Applikationen. Das Ganze schaut so aus und ist schon sehr übersichtlich und man sieht es gerade nach Alphabet sortiert. Hier kann ich natürlich ein bisschen was ändern. Ich nehme mir eine Applikation, zum Beispiel den Barcode-Scanner, halte ihn einfach fest und dann lande ich auf meinen verschiedenen Screens. Hier ist alles rot, hier kann ich also nichts auflegen. Hier ist es blau, hier kann ich das irgendwo hinlegen. Zum Beispiel an diese Stelle oder ich kann natürlich einen Ordner erstellen, nach links, nach rechts gehen oder doch wieder entfernen. Es gab aber noch mehr. Ich nehme mal E-Mail und jetzt seht ihr hier oben Anwendungsinfo. Wenn ich das hier drauf ziehe, dann seht ihr das. Welche Version ist es, wie heiß es, wie viel Speicher verbraucht es, möchte ich Benachrichtigungen anzeigen lassen, ja oder nein. Ich kann das Cache und die Daten löschen und kann sehen, welche Berechtigung diese Applikation hat. Sehr, sehr praktisch zu wissen, so viel dazu. Ansonsten gehen wir nochmal in das Menü. Heruntergeladene Anwendungen sind natürlich die, die ich heruntergeladen habe. Warum gibt es dafür eine eigene Seite? Wahrscheinlich, weil ich die Applikationen, die ich heruntergeladen habe, öfter brauche, denn sonst hätte ich sie ja nicht runtergeladen. Das heißt, hier sehe ich dann nur diese und nicht die System-Apps. Widgets, das sind diese großen Dinger, die wirklich praktisch sind. Da ist sowas bei, wie zum Beispiel, was ist denn gerade cool? Nehmen wir uns mal, ist es so schwer, Wetter ist immer gut. Also halte ich das fest, kann das wie Apps ganz normal verschieben, nach oben, nach unten, nach links, auf eine andere Seite und so weiter. Halte ich das Ganze fest, kann ich das nicht in der Größe verändern, zum Beispiel in diesem Fall hier. Ich kann mir aber sowas wie die Google-App hier oben nehmen und damit nicht viel machen. Ihr seht, die ist nämlich auf allen Seiten und die kann ich hier auch nicht einfach so nehmen und wegschieben. Dieses Widget, das ich mir gerade gesucht habe, kann ich aber festhalten und natürlich wieder entfernen. Ja, so ist das also mit den Widgets. Das sind quasi kleine App-Auszüge, mit denen ich quasi ohne die App öffnen zu müssen auch schon diese App verwenden kann. Ja, das soll es zur Einrichtung gewesen sein. Kommen wir mal zur Statusleiste. Die Statusleiste befindet sich oberhalb des Displays im Display, sagen wir eher oberhalb der Homescreens. Und hier sehen wir natürlich Statuseinträge, wir sehen aber auch viele Benachrichtigungen und das hier vor allem. Wir sehen unser Profil, wir sehen unseren WLAN-Status, wir sehen unsere beiden Netze, wie viel Empfang haben wir sehen unseren Akkustatus und wir sehen, dass wir 14.30 Uhr haben. Apropos Akkustatus, ich habe das Gerät natürlich komplett auf 100% aufgeladen und so könnt ihr im Verlauf dieses Videos sehen, wie viel wird denn wirklich vom Akku verbraucht, wenn man damit richtig viel arbeitet, so wie wir es hier tun. Kann man das Ganze auch in Prozent anzeigen lassen? Wir schauen einfach mal. Und das war die absolut genialste Überleitung zur Statusleiste überhaupt. Wir ziehen diese einmal runter mit einem Finger und wir landen hier. Hier laufen alle Benachrichtigungen zusammen, also verpasste Anrufe, Kalendereinträge, SMS, E-Mails, Wecker und so weiter. Sehen wir gerade noch nicht, kommt aber im Laufe dieses Videos noch. Wir sehen Wochentag, Datum und Uhrzeit. Wir sehen hier unten unsere beiden Netzbetreiber in diesem Falle. Und wir sehen hier oben noch einen Zugriff. Und zwar sind das hier die Shortcuts, würde ich sie mal nennen. Was sehe ich hier? Wieder Uhrzeit, Wochentag und Datum. Ich habe hier die Möglichkeit, das Ganze wieder wegzumachen und zu den normalen Einstellungen zu gelangen. Und hierüber gelange ich in die Einstellung, in das Einstellungsmenü. Hier sehe ich dann sowas wie Schnellzugriffe für Flugmodus, WLAN. Kann das Ganze hier ein- oder ausschalten mit einem normalen Klick. Ja, halte ich das Ganze länger gedrückt, dann komme ich direkt in die Einstellung und kann es hier neu konfigurieren. Ich kann das Ganze auch aufrufen, wenn ich mit zwei Fingern von oben nach unten wische. Und jetzt kommen wir zum Akku. Wir sehen, er ist momentan bei 96% angekommen, das heißt 4 haben wir schon verbraucht. Klicken wir nun hier drauf, kommen wir zu dem Einstellungsmenü des Akku und hier sehen wir Akkustatus Prozent und wenn wir darauf klicken, wird es oben 96% angezeigt. Das ist gut, denn dann könnt ihr das natürlich nachvollziehen, so wie es von mir geplant ist. Ja, was soll ich noch sagen zur Statusleiste? Zwei Finger kommt dieses Menü, ein Finger kommt dieses Menü und Benachrichtigungen werden wir schon noch sehen gleich. Ja, das war's nun wirklich mit der Einrichtung, aber da fällt mir noch was ein. Screenshots, wir haben noch Tasten außenrum. Wir drücken einmal nach unten auf leise und drücken Power, das Ganze gleichzeitig für ungefähr eine Sekunde. Und es wird ein Screenshot aufgenommen. Das Ganze sehen wir auch oben in der Statusleiste, weil ein neuer Status verfügbar ist. Und so schaut das dann aus. Wenn ich eine Benachrichtigung habe, kann ich mit zwei Fingern von oben nach unten wischen oder von unten nach oben und kann das Ganze dann aufrufen. Sehe weitere Details, beispielsweise bei Anrufen, kann ich direkt zurückrufen. Dazu jedoch jetzt gleich noch mehr, denn wir fangen mit den Applikationen an. Na gut, tun wir nicht, denn wir sind noch nicht ganz fertig. Unterhalb des Displays sehen wir nämlich noch mehr Tasten. Zurück, ganz links, Home in der Mitte und laufende Anwendung.
So ein Hin und Her hier. Ist das nicht schön abwechslungsreich? Was kann ich damit machen? Ich gehe einfach mal in die Einstellungen und zeige euch das. Wenn wir nämlich irgendwo in einem Menü sind, können wir einfach zurückgehen, indem wir einmal auf die Zurücktaste drücken. Einmal einen einzigen Schritt zurückgehen, gehen wir also über diese Taste. Wir können aber auch irgendwo in irgendeiner App, einem Spiel, in irgendeiner Einstellungsstruktur sein, so wie es jetzt der Fall ist. Ich muss aber ganz schnell raus, weil der Hund ruft oder sowas. Ja, okay, der war nicht gut. Dann drücke ich einfach auf das Haus und lande komplett draußen auf den Homescreen, auf dem letzten Homescreen, also auf dieser Startseite. Wenn ich irgendwas komplett beenden muss, dann mache ich das hier, lande also wieder draußen. Alle laufenden Anwendungen erreiche ich über diese Taste. Hier sehe ich, okay, das ist offen, das brauche ich aber nicht mehr und ziehe es einfach zur Seite. Ich kann das Ganze auch einfach festhalten und dann aus Liste entfernen oder Anwendungsinfo aufrufen. Diese kennen wir von eben. Hier sehe ich die Berechtigungen, sehe, wie viel Speicher verbraucht wird und so weiter. Kann aber natürlich auch direkt zu dieser Applikation wechseln. Machen wir auch das weg und schauen, was die Leiste noch kann. Halte ich irgendwas hier unten gedrückt, erscheint Google Now. Das heißt, ich klicke hier drauf für eine Sekunde und dann kann ich Google Now öffnen. Draufhalten, nach oben ziehen und Google Now wird geöffnet, wie wir das eben schon über dem Lockscreen gesehen haben. Gut, das dazu. Jetzt legen wir endlich mit den Applikationen los. Wir bleiben bei der üblichen Reihenfolge, beginnen also mit der Telefonapplikation. Diese findet sich hier unten in den statischen Applikationen. Wir klicken einmal drauf und es erscheint. Zur Standard-SIM-Karte wechseln, Benachrichtigungsliste nach unten schieben, um zur Standard-SIM-Karte zu wechseln. Okay, so, was soll ich also hier nach unten ziehen? Welche soll die Standard-SIM-Karte sein? Vodafone klingt ganz gut. Okay. So, habe ich das also eingestellt und so sieht die Telefonapplikation aus. Das Ganze ist unterteilt, wir sehen das hier oben in Anrufe, Anrufliste und Kontakte. Wir können entweder so hin und her wischen oder indem wir oben draufklicken, so sieht das aus. Wir können etwas eintippen, dabei wird dann gleichzeitig schon durchsucht, habe ich irgendwelche Kontakte damit, ja oder nein. Wir können hiermit das letzte Zeichen löschen, wir können natürlich direkt anrufen, können Kontakte durchsuchen und über diese drei Punkte, die immer wieder erscheinen, errufen wir das Menü auf. Also die Option, das erweiterte Menü. Hier kann ich dann noch einen Videoanruf starten, IP, Wählfunktion, Kurzwahl, Mitteilung senden, zu Kontakten hinzufügen und so weiter. Haben wir auch das gesehen? Wir haben gesehen, wir haben eine Kurzwahlfunktion. Wie genau sieht das aus? Ich möchte die zwei länger gedrückt halten und dann direkt jemanden anrufen. Geht aber nicht. Klicke ich einfach auf die drei Punkte, klicke auf Kurzwahl und jetzt kann ich das hier festlegen. Für Nummer 2 etwas hinzufügen. Jetzt kann ich meine Kontakte durchsuchen. Da soll zum Beispiel ADAC oder Verkehr hin. Lege das also drauf, kann es hiermit auch wieder löschen. Ich gehe zurück und immer wenn ich die 2 jetzt gedrückt halte für eine kurze Sekunde und noch nichts anderes gewählt ist, dann wird direkt dort angerufen, ohne dass ich noch was weiter machen muss. Das beenden wir aber schnell wieder, denn das wollen wir alle nicht sehen. Gut, was kann ich hier sonst machen? Nichts wirklich Spannendes, ich glaube, ihr habt verstanden, wie das geht. Also lassen wir uns mal eben anrufen. Das Display ist gesperrt, ein Anruf sollte jetzt gleich reinkommen und so schaut es aus. Es vibriert, wir haben vielleicht einen Ton, wenn wir einfach nach unten, also leise drücken, wird das Ganze stumm geschaltet. Eingehender Anruf auf dieser Nummer von unbekannt und hiermit nehme ich einfach an, wenn ich das möchte. Möchte ich aber nicht. Okay, der Anrufer hat wieder aufgelegt und so sieht das nun aus. Entgangener Anruf kommt oben in der Statusleiste, die ich übrigens auch über den Lockscreen aufrufen kann. Wenn ich jetzt mit 2 Fingern hier runterziehen würde bei einem normalen Anruf, könnte ich direkt zurückrufen. Weil aber keine Nummer angezeigt wird, geht das nicht. Gut, jetzt habe ich hier mein Telefonsymbol, kann es einfach nach unten ziehen und es wird direkt geöffnet. Ich glaube, das war leicht zu verstehen. Ich muss also nicht erst das Display entsperren und dann nochmal in die Telefonapplikation gehen. Wir sind also direkt in der Anrufliste und diese ist ebenfalls wieder aufgeteilt in alle Anrufe, in die abgegangenen, in die eingegangenen und in die verpassten. Gehen wir nochmal zu alle und sehen hier, okay, unbekannt hat angerufen auf dieser Nummer zu der Uhrzeit. Bei ADAC-Verkehr habe ich eine Nummer, kann also direkt zurückrufen, kann das Ganze hiermit direkt in der Detailansicht aufrufen, weil ich das ja schon in meinen Kontakten habe. Und wenn ich hier draufklicke, rufe ich einfach nochmal dieses Detailmenü auf. Kann sehen, okay, zu dieser Zeit habe er oder ich angerufen, kann eine Nachricht schreiben, kann direkt anrufen, Videoanruf starten oder über IP anrufen. Und das hier nochmal der Verlauf, den ich eben angesprochen habe. Hier oben würden wir eventuell ein Bild sehen, wenn ich den eins hinzugefügt hätte. Gut, dann wollen wir doch mal selbst anrufen und schauen, wie das aussieht. Ich werde mir jetzt einfach irgendeine Nummer ausdenken, anrufen und dann schaut es so aus. Ich kann auflegen, ich kann hier natürlich das Ganze stumm schalten. Ihr aktuelles Guthaben
den Lautsprecher einschalten, kann die Wähltasten aufrufen, kann das Mikrofon stumm stellen, den Anruf halten, über die drei Punkte Anrufer hinzufügen oder die Aufnahme starten. Rufen Sie bitte Ihr Konto auf. Okay. Oder nutzen Sie den Call. So viel habe ich telefoniert, von dieser Nummer angerufen, hier wäre ein Foto und ich habe wieder aufgelegt. Hier sehe ich Anruf beendet nach so und so viel Sekunden. Das taucht nun natürlich auch wieder in der Anrufliste auf. Ob es die Nummer gibt, ich weiß es nicht, hoffentlich nicht und selbst wenn, wir haben ja nicht angerufen. Gut, so viel dazu, schauen wir mal in den Kontakten vorbei. Aber erst nachdem ich euch gesagt habe, was wir hier unten machen können. Wenn wir hier drauf drücken, können wir uns anzeigen lassen, welche SIM-Kartenverläufe angezeigt werden. Entweder von beiden SIM-Karten, von O2, von Vodafone oder von Internetanrufen. Das Ganze lässt sich also filtern, nur Vodafone, bei O2 sollte jetzt natürlich nicht so viel zu sehen sein, und Internetanruf sollte ebenfalls nicht viel zu sehen sein. Beide SIM-Karten passt aber schon. Ansonsten kann ich auch hier noch suchen und über die drei Punkte das Ganze wieder löschen oder die Einstellungen aufrufen. Jetzt sind aber die Kontakte dran. Diese erreiche ich entweder über die Taste, die wir gerade gesehen haben, aber das ist natürlich nicht der einzige Weg. Wir haben eine Kontakte-App und die ist direkt neben der Telefonapplikation. Einmal draufklicken, zur Standard-SIM-Karte wechseln. Ja, okay. Und jetzt sehen wir das. Untereinander alphabetisch gelistet alle unsere Kontakte. Wir sehen hier oben wieder die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Feldern zu wechseln. Zwischen den Favoriten, zwischen den verschiedenen Gruppen, die ich selbst natürlich einstellen kann. Und untereinander alphabetisch alle meine Kontakte. Ich kann nun einfach durch diese Liste scrollen mit einer ganz normalen Wischgeste. Ihr seht das schon. Wenn ich aber viele, viele Kontakte habe und mir das Ganze nicht schnell genug geht, dann packe ich einfach meinen Finger rechts auf die Leiste und kann von oben nach unten wischen durch die Alphabete. Durch das Alphabet, durch die Buchstaben. Ja, was kann ich noch machen? Hier unten sehe ich die Möglichkeit, einen Kontakt zu suchen. Suchen wir mal nach eigene Rufnummer zum Beispiel. Und ihr seht schon überall, wo nun ein E und in dem Fall noch ein I einkommt. Das Ganze wird hier direkt aufgelistet und ich kann diese Kontakte aufrufen. Gut, was kann ich hier noch machen? Rechts habe ich ein Foto. Wenn ich da draufklicke, sehe ich die Details, also alles, was ich angegeben habe zu diesem Kontakt. Das wollte ich nicht. Und wenn ich irgendwo draufklicke, dann wird die Seite wieder aufgerufen. Ich kann eine SMS schreiben, eine Videotelefonie starten und noch viel, viel mehr. Ich kann natürlich neue Kontakte hinzufügen. Wie das geht, das schauen wir jetzt. Wir sind wieder auf der ersten Seite der Kontakte-App und unten direkt in der Mitte finden wir das Plus unter diesem lächelnden Gesicht. Wo soll der Kontakt gespeichert werden? In meinem Google-Account, auf der ersten oder der zweiten SIM-Karte oder auf dem Telefon. Ich kann noch weitere Konten hinzufügen. Wir gehen mal auf die SIM-Karte 2 und so schaut das Ganze aus. Ich tippe nun einen Namen ein. Hasso zum Beispiel mit Doppel-Scharf-S. Sehr, sehr selten wird es das geben. Kann eine Nummer eintippen. Wir sehen hier ein neues Tastatur-Layout und kann aussuchen Mobil oder andere. Kann das X draufklicken und dann wieder löschen. E-Mail kann ich hinzufügen und ja, dann kann ich das Ganze hier oben speichern, je nachdem, was ich denn möchte. Kontakt gespeichert, so schaut er aus. Videotelefonie, Anruf oder SIM-Karte, nein, SMS. Ihr seht schon, die Hitze macht mir echt zu schaffen. Heute soll es irgendwie 40 Grad werden in München. Ich weiß noch gar nicht, was ich hier im Zimmer mache, aber ihr wollt natürlich ein Review sehen, also sollt ihr das bekommen. Natürlich lassen sich auch über das normale Telefon Kontakte hinzufügen, auf die drei Punkte klicken und dann auf zu Kontakten hinzufügen. Nach Telefon und Kontakte kommt immer Nachrichten, aka SMS. So schaut das aus, zur Standard-SIM-Karte wechseln. Ja, ist okay, klicken wir auf OK. Ich habe keine Konversation, das heißt hier würde ich untereinander alle meine Gesprächsverläufe sehen. Kann hier die drei Punkte wieder aufrufen, Einstellung und WOP. Push-Mitteilung einstellen, kann nach SMS suchen und neue hinzufügen. Ja, so schaut das dann im Original aus. Oben gebe ich die Nummer ein des Kontaktes, dem ich schreiben will, oder klicke auf Plus und kann aus meinen Kontakten wählen. 160 Zeichen habe ich für eine SMS. Ich kann auf Plus gehen und kann etwas anhängen. Bild, Video, Audio oder Kontaktkalender und so weiter. Das Ganze wird dann umgewandelt in eine MMS, da solltet ihr aufpassen. Hier sehe ich übrigens, dass ich zwei Seiten habe, auf der nächsten Seite gibt es also noch etwas, eine Diashow. Eine MMS kostet Geld, also benehmt euch immer und hängt nichts an, wenn ihr nichts davon wisst. Gut, hier habe ich noch ein paar verrückte Smileys, die wirklich sehr, sehr schön aussehen. Noch ein paar. Und hiermit kann ich dann einfach löschen, was ich gerade eingegeben habe. Gut, hier gibt es viel zu sehen, die Tastatur gucken wir uns genauer an.
Wir befinden uns im Hochformat und gucken uns die Tastatur mal ganz genau an. Wir haben wie immer drei Zeilen für die normalen Buchstaben, die wir eintippen können. Hiermit löschen wir das letzte Zeichen oder, wenn wir es länger gedrückt haben, natürlich alle. Wir können mit dieser Taste in die nächste Zeile springen, können einen Punkt hinzufügen, können eine Leerzeile einfügen, ein Komma und haben verschiedene Symbole und natürlich auch ein paar Ziffern. Gut, über drei Seiten verteilt. Wir haben hier unten die Schnelleinstellung für den Freu- und den Traurig-Smiley. Hoffentlich brauchen wir immer nur den. Gut, ansonsten gehen wir wieder mit dieser Taste zurück, gehen auf die Spracheinstellung. Und zwar für Touchpoll. Was ist Touchpoll? Das schauen wir uns jetzt an. Wir haben das nämlich auch schon auf der Leertaste gesehen. Es gibt hier viele Sprachen, einzelne müssen wir uns eventuell runterladen. Touchpoll können wir hier unten aktivieren, indem wir einfach mit dem Finger über oben diesen kleinen Button drücken. Erkennung wird eingestellt und der Unterschied ist, ihr seht hier oben nun Wortvorschläge. Das hatten wir nicht, als wir das Ganze hier eben ausgestellt hatten. Mit dem Finger noch einmal drüber und das Ganze wird wieder ausgeschaltet und ihr seht keine Vorschläge. Was übrigens ganz praktisch ist, ist diese Funktion. Wenn ich bei den Ziffern und den Zeichen bin, dann habe ich hier unten ein Schloss. Und was genau kann das? Ich kann es natürlich ein- und ausschalten. Wenn es offen ist und ich hier ein Symbol drücke, komme ich direkt zu den Buchstaben zurück. Wenn ich aber das Schloss zumache, dann kann ich hier viele irgendwelche Ziffern und Zeichen machen. Und das kommt erst danach wieder zurück, wenn ich hier unten auf den blauen Pfeil drücke. Ja! Gut, was können wir noch machen? Einmal groß schreiben, wenn ich das Ganze zweimal drücke, dann wird das Ganze blau und der Punkt ebenfalls und ich schreibe alles groß. So viel dazu. Ja, ich glaube, hier muss ich nicht viel zu sagen. Touchpoll mache ich mal wieder aus und zeige euch das Ganze im Querformat. So, das Alcatel liegt nun im Querformat und hier zeigt sich schon mal eine erste blöde Sache der Kamera hier hinten, die wirklich ordentlich heraussteht. Denn, ich drehe mal wieder in unsere Richtung, jetzt sieht man schon, das Ganze, ich gehe mal ein bisschen raus, vielleicht sieht man das dann stärker, liegt hier wirklich nicht so cool. Zum Schreiben, es stört nicht wirklich, weil du halt nicht hier oben tippst, aber wenn man, weiß ich nicht, dafür anfällig ist, ist halt echt nervig. Gut, das ist auf jeden Fall die Tastatur im Querformat, auch die solltet ihr mal sehen. Hier unterscheidet sich das Ganze nicht großartig vom anderen, gibt es einfach nur noch diese Reihe hier oben, die wir uns anschauen müssen. Und genau das tun wir. Wir beginnen einfach mal hier rechts auf dem Pfeil. Damit blende ich einfach die Tastatur wieder aus. Dann gehen wir weiter. Wir können auch einsprechen und das Ganze funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Ich habe es schon viel getestet und egal wie viel ich rede, es wurde immer richtig erkannt. Jetzt dauert das Ganze ein bisschen. So, gut, ich habe schon viele Tests und egal wie viel redet, immer richtig erkannt. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, habe ich irgendwie die Kamera im Mund hängen. Deswegen probieren wir das Ganze nochmal ohne. Vier Fische sind mehr als drei Esel. Vier Fische sind mehr... Okay, ja. Das klappt ja wieder wunderbar. Hi, was geht? Hi, was geht? Schokolade ist super. Gut, Schokolade ist super, hat er erkannt und damit auch diesen Test bestanden, denn Schokolade geht über alles. Also, ich sag's nochmal. Wenn man ordentlich spricht und nicht irgendwas im Mund stecken hat, dann wird wirklich gut erkannt, was man denn gesprochen hat. Das Praktische ist natürlich, wenn wir etwas eingesprochen haben und irgendwas analysiert wurde, wird hier oben bereits vorgeschlagen, sage ich jetzt mal, was wir denn gesprochen haben und wir müssen das nicht annehmen und können sofort neu aufnehmen. Gut, hier links haben wir so einen Wischfinger, das ist die Touchpoll-Eingabe. Hier können wir Curve einschalten und was ist das? Hallo, du Maus. Gut, jetzt habe ich hier unten natürlich auszusehen, außerhalb was geklickt, aber es funktioniert. Gut, quasi Swipe, funktioniert sehr gut. Nicht schlecht. Ich habe hier noch ein paar Einstellungen. Tastaturlayout, intelligente Eingabe, Sprachen, allgemeine Einstellungen, die ich aufrufen kann. Und dieses Gelb hier drin, das ist irgendwie hässlich. Ich weiß nicht, was es da zu suchen hat, aber ja, sollte auf jeden Fall mal erwähnt werden. Und ja, wir sind noch lange nicht fertig mit der Tastatur, denn jetzt kommt noch was Umfangreiches. Vorher zeige ich euch noch kurz, wenn wir den Finger hier irgendwo hinhalten, können wir natürlich ein Wort
oder mehrere Wörter, je nachdem, was ich denn vorhabe, markieren. Und hiermit markiere ich alles, hiermit schneide ich das aus und damit kopiere ich das. Ich lösche es aber, denn jetzt kümmern wir uns um diesen Finger hier. Wir sehen schon, hier gibt es wieder viele Einstellungsmöglichkeiten. Hier kann ich dann sowas wie Hallo schreiben. Es gibt Vorschläge, vielleicht kommt davon mal irgendwas an, was ich denn auch wirklich nutzen möchte. Tippen wir mal weiter, nehmen dafür aber den mitgelieferten S-Pen. Stylus meine ich. Stylus. Der mitgelieferte Stylus sieht so aus, ist kostenlos dabei, genauso wie dieses Magic Flip Cover. Das gucken wir uns aber auch noch an. Ja, hiermit können wir jetzt schreiben. Schreib dich nicht. Ja, ich weiß, ich habe eine verkackte Schrift. Was soll man zu diesem Stylus sagen? Er sieht anders aus als der S-Pen beispielsweise aus dem Hause Samsung. Und der von Samsung funktioniert hier auch nicht. Das ist aber auch logisch. Der ist halt nicht spitz hier vorne, sondern hat diese eindrückbare... Ich weiß nicht, wie es heißt. Aber es ist nicht wichtig, dass man auf der Linie schreibt. Ich kann auch so schreiben. Gibt aber halt natürlich die Möglichkeit, hier so ein bisschen zu orientieren und das Ganze sauberer zu machen. Wir sehen aber, unterhalb gibt es hier noch viel, viel, viel einzustellen. Hiermit können wir ein paar Smileys einfügen. Ein Froh-Smiley, wie ihr seht. So. Können hiermit zur normalen Tastatur wechseln, wechseln aber mal wieder zurück. Denn hiermit löschen wir das letzte Zeichen. Hiermit können wir die Sprache wechseln und hiermit können wir die Fenster einstellen. Was genau heißt das? Ich kann hier zwischen zwei Fenstern hin und her schreiben. Also sowas wie La-Di-Jo. Wofür das Ganze? Ich denke mal, weil es einfach schneller geht. S-C-H-N-E-L-L-E-R. Ihr seht schon, auch hier wackelt das Ganze wieder. Wenn ich jetzt mit einer Hand einfach mal so schreibe, O-H, ist okay. Die Worterkennung bzw. Buchstabenerkennung ist sehr, sehr abhängig von dem, wie ihr schreibt. Ihr könnt so ein A machen, könnt so ein A machen, könnt so ein A machen, ein L. Prinzipiell wird es, ich sag mal, mittelgut erkannt. Gut, dieses Zeichen hier kennen wir schon. Das waren diese Leertaste, die wir hier unten hatten. Für jedes neue Wort. Clown. Und es rutscht weiter. Und dann habe ich noch dieses Fenster. Was kann ich hier machen? Ich gehe ein bisschen raus und ihr seht es. Hier oben habe ich einen Cursor. Wenn ich draufklicke, kann ich oben, und jetzt achtet hier drauf, zwischen den verschiedenen Buchstaben hin und her wechseln. Ich kann natürlich auch einfach mit dem Stylus hinklicken, wenn wir beispielsweise hier im Mode sind oder so. Aber ist vielleicht einfacher und übersichtlicher. Ja, so viel zur Tastatur. Das soll es nun wirklich gewesen sein. Ihr habt schon gesehen, dort gibt es wirklich einige Einstellungsmöglichkeiten. Das war es auch mit Nachricht, denn jetzt können wir nicht mehr viel machen, außer das Ganze natürlich absenden. Und das funktioniert ganz einfach über diesen Pfeil hier. Draufklicken, es wird abgesendet und alles wird gut. Und weiter geht's mit der E-Mail-Applikation. Hier gibt es zwei Auswahlmöglichkeiten, und zwar zum einen ganz normal E-Mail, aber vorinstalliert ist natürlich auch Gmail. Gmail ist aber jetzt wirklich nichts Neues, deswegen gucken wir uns die mitgelieferte E-Mail-Applikation an. So schaut das Ganze aus. Wir haben untereinander aufgelistet all unsere E-Mails und ihr seht schon am Datum, das ist nicht wirklich aktuell. Ich habe jetzt, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal den Cut gemacht habe hier, aber glaube ich eine halbe Stunde lang immer wieder E-Mails synchronisiert und irgendwie klappt es einfach nicht so, wie ich will. Ich bin auf Synchronisieren gegangen, es gab ein paar neue Mails. Ich habe auf Synchronisieren geklickt, es gab ein paar neue Mails und das habe ich eine halbe Stunde lang gemacht, bis ich endlich beim heutigen Datum angekommen bin. Da waren auch meine Test-Mails, die ich geschrieben habe, und eine Minute später waren sie wieder weg und ich war irgendwann im Juni 2013. Das Ganze ging mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Füße und ich habe gedacht, nee, ist okay, dann lassen wir das halt. Dann zeige ich das jetzt mit den E-Mails, die gerade her synchronisiert wurden, und dann müssen wir halt damit schauen. So sieht das Ganze aus. Eingang, 5 ungelesene, die sehen wir hier. Diese sind fett geschrieben. Wenn ich eine E-Mail lese, dann wird das Ganze hier im Hintergrund grau und man sieht, okay, die habe ich gelesen. Genauso wie diese komische, was weiß ich, Spam-Mail. Gut, wie sieht das aus? Ich habe eine E-Mail hier, die ich nun gelesen habe. Habe oben die Möglichkeit, zur älteren und zur neueren E-Mail zu wechseln. Sehe hier die Möglichkeit, diese Krone hinzuzufügen und wieder wegzumachen. Das ist der sogenannte VIP-Status. Wozu der gut ist, das zeige ich euch gleich noch.
Wann hat es wer an wen geschrieben? Hier ist der Inhalt und unterhalb des Displays, sage ich jetzt mal, sind noch die Möglichkeit E-Mail löschen. Ihr könnt natürlich antworten, die mit einem Stern versehen, als ungelesen markieren und über die drei Punkte allen Antworten weiterleiten und die Einstellung aufrufen. So, ja, ich kann das Ganze natürlich auch mit einem Sternchen versehen. Das Ganze schaut dann so aus. Und jetzt sehen wir hier bei VIP-Kontakten habe ich so eine kleine Krone. Dafür gibt es auch nochmal eine extra Benachrichtigung. Und in den Ordnern kann ich hier markiert bzw. VIP auswählen. Markiert heißt, das sind die mit, ich mit einem Sternchen markiert habe gerade. Und die VIPs haben einen eigenen Ordner, damit ich die direkt sehe und nicht lang suchen muss. Ja, was kann ich hier ansonsten machen? Natürlich eine neue E-Mail schreiben, suchen, die Ordner aufrufen, neu synchronisieren und rechts die Möglichkeiten, die Einstellung zu überarbeiten. Wir wollen aber natürlich eine neue E-Mail schreiben. Hiermit senden wir das Ganze nachher ab. Über diese drei Punkte können wir das Ganze nochmal verwerfen, CC und BCC hinzufügen oder eine Datei anhängen. Dann wähle ich aus zwischen Foto, Musik, Video, Kontakte, Kalender oder Datei. Ja, natürlich kann ich die Signatur hier ändern, wie, das zeige ich euch gleich. Hier haben wir wieder die Tastatur, können wieder irgendwas schreiben und, wenn ich das will, abschicken. Signatur, wie kriege ich die weg oder kann sie ändern? Ich gehe auf die drei Punkte, auf Einstellung, wähle dann mein Konto, wo ich das ändern möchte und gehe hier zu Signatur. Soll sie überhaupt angehängt werden, ja oder nein? Und wenn ja, dann kann ich hier den Text ändern. Gut, das ist, glaube ich, leicht verständlich, also hat auch das geklappt. Was soll ich zu E-Mails sagen? Abgesehen von den komischen Synchro-Problemen, die ich hatte und auch nicht wirklich nachvollziehen kann, läuft hier alles absolut gut. Wir können aber auch die Gmail-Applikation ganz kurz anschauen, um zu sehen, wie es laufen sollte. So sieht es bei Gmail aus und warum genau zeige ich euch das jetzt nochmal? Ich zeige es euch kurz. Ich habe mir ein paar E-Mails geschrieben und das fängt an mit Urlaub bald. Ich werde bald, und zwar im August, in den Urlaub fahren, fliegen. Da werde ich euch aber noch ein Video zu machen und ich will wissen, habt ihr Bock auf ein Giveaway vielleicht? Ich weiß nämlich nicht genau, ob ich schaffe, für diese Zeit Videos vorzuproduzieren, weil ich davor noch ordentlich zu tun habe. Vielleicht werde ich euch eine Play Store Geschenkkarte verlosen, vielleicht auch eine iTunes Karte, das müsst ihr entscheiden. Wenn ihr Play Store Karten habt, dann schreibt bitte Play Store Geschenkkarten unten in die Kommentare und wenn ihr lieber iTunes Karten hättet, dann schreibt bitte iTunes Karten, denn ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Apple-Fans von euch da sind und wie viele Leute doch eher auf Android stehen. Also, ihr wollt Playstore-Karten, beziehungsweise eine Playstore-Karte, dann schreibt Playstore-Geschenkkarte und wenn ihr eine iTunes-Karte habt, dann schreibt iTunes-Karte. Ja, ihr sollt das entscheiden und dann könnt ihr mir auch entscheiden, wie das ablaufen soll, also wie soll ich das Ganze auslosen. Wenn ihr da eine schöne Idee habt, dann werde ich mir mal überlegen, das so zu machen, ansonsten denke ich mir was aus. Gut, das dazu, nur deshalb wollte ich zu Gmail rüber und ja, machen wir einfach weiter mit dem Browser. Der Browser wird auch hier, wie üblicherweise, als Weltkugel dargestellt. Klicken wir doch mal drauf. Oha, so ein toller Kanal. Den schauen wir uns gleich mal an. Denn als erstes wollen wir wissen, können YouTube-Videos abgespielt werden. Warum? Weil YouTube das neue Fernsehen ist. Sage ich jetzt einfach mal so. Wir gehen einfach mal und schauen, was wir so für Videos haben. Zum Beispiel genau dieses Smartphone hier. Wie groß ist das so im Alltag? Ich habe es mit ein paar Alltagsgegenständen verglichen, aber da kommt jetzt eine Anzeige, also gehen wir mal zum Unboxing. Drehen das Ganze vielleicht, dann können wir mehr sehen. Hey Leute, denn vielen Dank fürs Einschalten und herzlich willkommen zu meinem Unboxing des Alcatel OneTouch Idle Scribe HD. Ja, toll zu wissen, dass das Video läuft, ist natürlich gar kein Problem. YouTube-Videos werden absolut unproblematisch abgespielt. Ist übrigens sehr, sehr komisch, seine eigene Stimme im Video zu hören. Das ist sehr verrückt. Aber darum geht es nicht. Videos können wir natürlich abspielen. Ansonsten noch kurz zum Aufbau. Natürlich ist das Ganze displayfüllend, abgesehen von dieser Leiste unten. Unten ist auch eine extra Leiste, wenn ich irgendwo ins Display tippe, erscheint sie. Was kann ich hier machen? Ich kann eine Seite vorgehen, ich kann eine Seite zurückgehen. Sie erscheint übrigens wirklich nur, wenn ich das Display auch berühre, ansonsten nicht. Kann die verschiedene Tab-Übersicht aufrufen. Das Ganze sieht dann so aus, kann hier die Lesezeichen ausrufen und direkt aus diesen, aus dem Verlauf oder den gespeicherten Seiten eine neue Seite aufrufen. Oder aber ich gehe einfach auf Plus und füge eine neue Seite ein, die ich dann selbst aussuche. TheVerge.com ist die Seite, die ich aufrufen möchte, weil es eine sehr, sehr aufwendige Seite ist. Gucken wir doch mal, was wir dort finden. Okay, das ist das Mobile Theme. Das hat schon mal schnell geladen. Ich bin natürlich per WLAN verbunden. Ich gehe auf die drei Punkte, möchte die Desktop-Version anfordern und genau dort geht das. Schauen wir mal, wie lang das schafft. Klappt. Dauert. Lädt.
Der Balken, der brummt vor sich her und rennt in Richtung Ziellinie. Und da ist die Seite. Hat ein paar Sekündchen gedauert. Laden wir mal ein. Ja, was eigentlich? Haben wir jetzt auf das Video geklickt? Schauen wir mal. Da passiert jetzt was. Zoomen so lange ein bisschen rein und raus und man sieht schon, das Ganze funktioniert zwar einfach, aber irgendwas hakt da hinterher und irgendwie, ich weiß nicht, das ist nicht ganz flüssig, irgendwas stört da. Das Wichtigste ist aber wahrscheinlich, dass es nicht flüssig ist, sondern so ein bisschen hinterher zieht. Natürlich kann ich auch mit zwei Fingern tippen und das Ganze dann an die Displaybreite anpassen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Die Ladezeiten vom Browser sind ansonsten wirklich absolut gut. Der Browser an sich ist schön, auch wenn ich es ein bisschen nervig finde, dass wir immer dieses Menü hier unten aufrufen müssen. Hätte man vielleicht ein bisschen anders lösen können, aber so ist es nun mal, müssen wir akzeptieren. Natürlich kann ich die Browserfenster einfach zur Seite schieben oder auf das X klicken oder draufklicken, um zum Fenster zu kommen. Ansonsten gibt es hier nicht viel zu sagen. Der Browser ist schnell, der Browser ist relativ cool aufgebaut, abgesehen von dieser Leiste. Und ja, so viel zum Browser. Ich glaube, da gibt es nicht viel zu gucken. Kalender und Wecker, ich bezeichne das Ganze immer als Organizer-Funktion. Gucken wir uns nun an. Wir gehen mal wieder ins Menü und suchen uns irgendwas, das aussieht wie Kalender oder Wecker. Galerie, Gmail, Kalender, das klingt auch sehr richtig. Ja, was haben wir hier? Wir haben eine Kalenderansicht. Wir können hier in der momentan ausgewählten Wochenübersicht einfach nach links und rechts wischen, können über diese Taste hier oben zum heutigen Tag wechseln. Dort ist grau hinterlegt, wie viel Zeit heute schon vergangen ist. Das Weiße steht uns noch bevor und wir sehen hier schon ein paar Termine der letzten Tage. Wir können aber hier oben draufklicken und zur Tagesansicht wechseln. Auch hier, grau liegt bereits hinter uns. Wochenansicht kennen wir schon. Die Monatsansicht, wir sehen übrigens auch hier wieder ein paar Punkte, die zeigen immer, dass wir dort einen Kalendereintrag haben. Oder mehrere. Gut, hier wischen wir einfach so hin und her, ihr seht das schon. Ansonsten können wir zur Terminübersicht gehen und wir wechseln zu heute, gehen in die Tagesansicht und klicken dann hier auf die drei Punkte und auf neuen Termin. Jetzt Termin, Name, Ort, Uhrzeit machen wir einmal 15.56 Uhr, das schaffen wir und nehmen natürlich die kluge Seite. Gut, ganz täglich vielleicht Gäste, E-Mail-Adresse, ja oder nein, Wiederholung. Jeden Tag, täglich, einmalig, monatlich und so weiter. Erinnerung, wann soll sie kommen? Entweder eine Woche vorher oder vielleicht pünktlich. Pünktlich ist toll. Wie soll ich benachrichtigt werden? Per E-Mail oder per Benachrichtigung? Benachrichtigung ist okay. Ich klicke auf Fertig, Termin wird erstellt und da ist er. Hier haben wir schon einen Terminnamen, den brauche ich nicht, also lösche ich ihn einfach. Ich habe ihn angeklickt, kann ihn hier teilen, bearbeiten oder löschen. Nur diesen oder diesen und künftige, nur dieser Termin. Okay, jetzt steht hier Name. Und jetzt warten wir ein bisschen. Währenddessen schauen wir uns mal die Uhrenapplikation an. Uhr. Finden wir am besten natürlich bei U. So schaut sie aus. Das ist diese, ja, wie sage ich jetzt mal, Weckeransicht, Tagesansicht, Uhr. Ihr könnt euch so eine Tischuhr. Genau, gibt es natürlich auch im Querformat, wie übrigens auch so ziemlich alles andere. Zeige ich euch aber gleich. Das ist die momentane Uhrzeit, hier sehen wir, okay, Uhrzeit, Wochentag und Datum. Haben natürlich eine schöne Stoppuhr mit an Bord. Können eine Rundenzeit draufpacken oder mehrere. Das Ganze gefällt mir, sieht schick aus, kann die Ergebnisse direkt teilen. Kann aber auch rüberwechseln, den Timer einstellen. Und zwar machen wir mal 0 Stunden, 0 Minuten und 5 Sekunden, starten ihn. Auch hier haben wir wieder diese Ansicht. Kann es noch löschen oder eine Minute draufpacken. Jetzt habe ich eine Minute draufgepackt, ihr habt das schon gesehen. Kann es nochmal stoppen, löschen und mache nochmal 00002, um zu zeigen, wie es aussieht. Ja, das ist ein Timer, der wirklich ordentlich timet. Gut, ich kann unten auf Plus klicken und einen neuen hinzufügen, kann aber wieder zur Uhr gehen und habe hier noch verschiedene Möglichkeiten. Orte. Welche soll die Orte für meine Weltzeituhr sein? Bangkok ist cool, bestimmt. Dublin ist okay. Ich gehe zurück und sehe hier nun die verschiedenen Orte, habe aber natürlich einen normalen Wecker. Diese kann ich einzeln ausschalten und wieder einschalten. Kann sie festhalten und löschen und natürlich neue Wecker hinzufügen. Plus, Uhrzeit soll sein 15 Uhr
Das sind die Minuten. Jetzt muss ich natürlich umdenken. Also, nein, gar nicht. 15, es geht nämlich so durch und dann 5, 9. 15.59 Uhr soll das Ganze klingeln. Okay. Kann ihn wieder ein- und ausschalten. Kann einschalten, dass er vibrieren soll, ja oder nein. Kann einen Ton auswählen und wiederholen, ein oder aus. Und das Ganze wieder klein machen. Gut, während das hier vor sich hinweckert, gehe ich nochmal raus und zeige den Homescreen. Denn diesen können wir im Querformat betrachten und das ist, glaube ich, für einige ganz schön cool. Ja, natürlich ist auch die Statusleiste dann ein bisschen breiter, ein bisschen anders aufgebaut. Das Ganze stellt ihr einfach ein, wenn ihr die Statusleiste runterzieht mit zwei Fingern und unten auf Autodrehung geht. Was kann ich euch hier noch zeigen? Über diese drei Punkte könnt ihr meine schicke Frisur sehen heute. Ich habe jetzt eben meine Käppi getragen und so ein bisschen rumgewirbelt. Gut, ihr seht schon. Hiermit kann ich dann das Ganze wieder löschen. Also alles, was wir dort so finden. Jetzt warten wir noch kurz. Schauen den Frosch an, wie er uns anschaut. Ihr seht übrigens, dieser wandert mit und hat uns immer im Blick. So, wechseln wir nochmal in den Hochmodus. Machen natürlich die Lautstärke wieder leise, denn wir wollen ja nicht nerven. Und gehen zur Uhrenapplikation und gucken, ob ich da nicht gerade was ausgestellt habe. Wecker soll kommen, jetzt gleich. Okay. Und wann sollte der Kalendereintrag kommen? Ich glaube um 15 Uhr. Das ist der Wecker. Wir können jetzt nach rechts und nach links schieben, je nachdem, ob wir snoozen oder ausstellen wollen. Wir gehen noch einmal in den Kalender, denn irgendwas sollte doch da kommen. Ja, okay, ich war natürlich eine Stunde zu früh dran. Also, ne? So, klicken oben auf den Bleistift, um das zu ändern und machen 16 Uhr draus. Das dürften wir schaffen. 16, fertig, fertig. Termin wird gespeichert und dieser sollte jetzt gleich kommen. Hier, soll ich noch ein bisschen reden? Wir könnten nämlich jetzt weitermachen mit den Medien, wäre aber ein bisschen vorausgenommen. Gut, dann sage ich einfach mal kurz was zur Kamera. Diese löst auf mit 8 Megapixeln und hat einen, wenn ihr mich fragt, wirklich extrem blöden Nachteil. Nämlich, vielleicht habt ihr es im Unboxing schon gesehen, wenn ich das Gerät drehe, dann ist das einfach unglaublich fett und steht ein riesiges Stückchen heraus. Warum genau, ich weiß es nicht, ist aber nun mal so. Gut, darunter haben wir noch einen Blitz, eine Single-LED, die wir als Blitz nutzen können. Und wir gucken mal, wie schlimm das ist, wenn es liegt. Ihr habt es vorher schon gesehen, ich glaube, es war bei den Nachrichten. Das Teil wackelt einfach nur sehr, sehr stark. So, der Kalender will nicht. Wahrscheinlich habe ich keine Erinnerung eingestellt. Gucken wir doch mal. Natürlich kann ja auch ich mal Fehler machen. Erinnerung, 0 Minuten vorher soll sie kommen, per Benachrichtigung. Gut, dann machen wir halt mal 1 Minute vorher und ändern es um in 16.03 Uhr. Schauen nochmal ganz genau rein, was wir eingestellt haben. Gut, Benachrichtigung, sollte also alles stimmen. Klicke noch einmal auf Fertig und wenn es jetzt nicht klappt, dann ist es böse, böse. Gut, wir machen also weiter mit den Medien und fangen an mit Kamera. Entweder wie zu Beginn gezeigt direkt über den Lockscreen oder aber natürlich über die Applikation auf dem Homescreen oder im Menü finde ich die Kamera. Kamera schaut so aus, wir gehen mal ins Querformat und gucken, was wir dort zu sehen bekommen. Ein bisschen näher rangescrollt haben wir links ein Menü und hier können wir sowas auswählen wie HDR, Panorama-Modus. Wir können aber noch viele, viele verschiedene weitere Sachen einstellen und auswählen. Hier oben können wir wechseln zwischen Blitz, Ein- und Aus. Wir haben hier die Möglichkeit zwischen Front- und Hauptkamera zu wechseln. Yeah. Können hier natürlich direkt ein Foto auslösen oder ein Video. Haben hier den Direktzugang zur Video- bzw. Fotokamera, Album, Galerie, wie ihr das auch immer nennen möchtet. Das geht aber auch mit einem einfachen Wisch. Und haben noch viele, viele weitere Sachen in den Einstellungen. Typische, normale Standardeinstellungen können wir hier vornehmen. Können hier Fotoeinstellungen einnehmen, sowas wie Aufnahmeanzahl, Bildgröße, maximal 8 Megapixel, minimal 1 Megapixel und Videoaufnahmequalität. Videoqualität, fein, ja oder nein.
mittel, hoch oder niedrig. Ja, was können wir hier sonst noch machen? Natürlich ein Foto auslösen. Das geht so schnell. Ich lege mal irgendwas dahin. Und das Ganze fokussiert natürlich entweder autofokusmäßig oder wenn ich mit dem Finger irgendwo hinklicke, auslösen geht wirklich schnell. Gut, die Galerie gucken wir uns nun an, denn wir wollen ja wissen, wie die Fotos so werden. Das machen wir jetzt aber nicht direkt über die Kamera, sondern wir gehen ins Menü und schauen, wo wir die Bilder finden. Galerie heißt das gute Ding und hier sehen wir eine Übersicht. Wo auch immer diese Fotos herkommen, ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung. Wir gehen aber zur Kamera. Womit fangen wir denn an? Mit diesem Foto. Das wurde aufgenommen im hellen Licht, draußen also, und sieht ja wohl wirklich ganz schick aus. Das Ganze ist ein bisschen überbelichtet, würde ich sagen, weil es zu hell ist. Ansonsten sind Details sehr, sehr schön. Das Ganze ist wirklich sehr scharf, da gibt es sonst nicht viel zu meckern. Genauso bei diesem Bild unter selben Verhältnissen aufgenommen. Ich zoome einmal rein. Und ja, das sieht ganz schick aus. Noch einmal weiter und wir landen bei einem weiteren Foto. Wenn wir das Ganze klein schieben, haben wir hier diese Möglichkeit, schneller hin und her zu wischen. Habt ihr jetzt gesehen. Das Ganze drehen wir mal. Das wurde aufgenommen direkt vor dem Fenster. Man sieht schon, hier kommt ein bisschen viel Licht rein. Und das Foto wurde im komplett Dunkeln mit Blitz aufgenommen. Nein, wurde es nicht. Das wurde nämlich im Raum aufgenommen mit wenig Licht und Blitz und das wurde im komplett Dunkeln aufgenommen und zwar mit Blitz. Das sieht man schon, ja. Farben, Schärfe, das geht deutlich besser, aber dafür, dass es komplett dunkel war mit Blitz und man einfach nur ein bisschen was festhalten wollte, geht das schon in Ordnung. Wir klicken einfach mal auf das Bild und schauen, was wir so machen können. Wir können das Bild hier oben entweder teilen, per Picasa, Bluetooth, Mitteilungen, also SMS, Google Plus, E-Mail, Gmail, Facebook, ScribeNote, Twitter, Pixay, Sketch oder Evernote. Über die drei Punkte können wir das Ganze auch löschen, eine Diashow starten, nach links drehen. Ihr seht, das dauert ein wenig. Zuschneiden, festlegen als irgendein Profilbild oder sowas. Und dazu nehmen wir jetzt mal dieses Bild hier und gehen ins Querformat. Wir können das Ganze noch ordentlich bearbeiten und zwar über diese drei Punkte hier unten. Wir können zum einen einen Filter drüber legen und zwar sowas wie Schlag, Alt, Schwarz-Weiß. Ich gehe das jetzt mal kurz mit euch durch, damit ihr ein Bild davon habt. So, Bleichen, Sofort, Kaffee, Blau, Litho oder X-Process. Das ist aber noch nicht alles. Wir können das Ganze auch noch mit einem Rahmen versehen. Auch die gehe ich kurz mit euch durch. Ich glaube, das reicht, wenn ihr die mal angesehen habt. Ich kann das Ganze zuschneiden, ausrichten, drehen oder spiegeln. Wir drehen das einfach mal. Ja, okay. Und wir können noch ein bisschen an der Schärfe, an den Kurven, Farbkraft, Schatten und so weiter hin und her spielen. Wir können das Ganze dann, wenn wir wollen, speichern. Und dann haben wir ein absolut verrücktes Bild. Ansonsten war es das zur Galerie. Ich glaube, ihr habt gesehen, was man dort machen kann und dass man wirklich viel machen kann. Auf der Rückseite finden wir ganz unten rechts den Lautsprecher. Dieser ist zwar wirklich ordentlich groß geraten, aber wenn ihr mich fragt, nicht ganz praktisch positioniert. Nehme ich das Gerät nämlich in die Hand, dann passt das ungefähr genau dorthin, wo meine Handfläche sitzt. Und das könnte irgendwie zu Problemen führen beim Abspielen, weil ihr kennt das, wenn Musik läuft und man die Hand drüber packt, dann wird das Ganze so ein bisschen schlecht von der Qualität, ein bisschen leiser und ihr wisst, was ich meine. Entsperren wir mal das Display. Gehen raus zur Musiksteuerung, unter M natürlich, Musik heißt das Ganze und jetzt haben wir unsere Übersicht über die Lieder. Wir gehen einfach mal zum Start, sehen hier Interpreten, sehen Alben, Titel und eine Abspielliste, aka Playlist. Und was suchen wir uns? Interpreten packen wir mal aus, Testlieder, haben hier unten aber auch schon eine Schnellsteuerung. Klicken auf Play, suchen uns dieses Lied aus und hören mal rein. So, was kann ich euch sagen? In der Höhe gibt es schon arge Probleme, es wird blechern und es rauscht wirklich ordentlich. Rauschen ist, glaube ich, das
gute Wort dafür. Ansonsten, Bässe sind okay. Alles in allem ist der Lautsprecher jetzt, ich würde mal sagen, ordentlich durchschnittlich. Also es gibt viele, viele, viele Smartphones mit deutlich besseren Lautsprechern, gibt aber auch welche mit schlechteren. Ja, wie sieht die ganze Steuerung aus? Wir haben natürlich Start, nächstes Lied, vorheriges Lied, können hier ein bisschen vor- und zurückspulen, sehen, wie viel schon gelaufen ist, wie lang der Track insgesamt ist. Die komischen Lieder, die ich ausgewählt habe, habe ich übrigens gemacht, damit ihr mal erkennen könnt, okay, das sind die Höhen, das sind die Tiefen, so sind die Bässe. Hier habe ich eine Übersicht über alle Lieder, die ich in diesem, ich sag mal, Ordner habe. Kann das Ganze in der Reihenfolge verändern, kann es natürlich laufen lassen. Wenn es dann mal läuft, dann habe ich hier eventuell einen Liedtext, wenn es denn einen gibt. Kann hier auch ein Cover einfügen bzw. automatisch einfügen lassen. Shuffle-Wiedergabe, zufällig ja oder nein, Wiederholung, ein Lied, alle Titel oder gar nicht. Im Hochformat sieht das Ganze dann so aus. Ja, was soll ich hierzu sagen? Wenn das Lied läuft und ich auf dem Homescreen bin, kann ich hier oben über die Statusleiste das Ganze steuern. Jetzt habe ich es zum Beispiel ausgemacht. Wenn ich das Gerät oder das Lied laufen habe und auf dem Lockscreen bin, dann kann ich das natürlich auch wieder über die Statusleiste steuern. Nächstes Lied, Pause, Stopp oder weiter und natürlich das vorherige Lied. Ja, zum Lautsprecher sei auch alles gesagt. Medien sind jetzt eigentlich durch. Schauen wir doch mal, was der Hersteller, also iCartel, noch so an eigener Software draufpackt. Ganz kurz ein Zwischenstand zum Akku. 56% sind noch übrig. Und damit ist es jetzt schon das schlechteste Gerät in meiner Erinnerung, das wir jeweils getestet haben. Zumindest in Sachen Akkulaufzeit. Ich weiß nicht genau, um wie viel wir angefangen haben, aber 56% nur noch ist schon echt nicht so stark. Gucken wir ins Menü und schauen, was wir noch für Applikationen haben. Adobe Reader kennt, glaube ich, jeder. iCartel Hilfe. Ja, wenn ihr dieses Video gesehen habt, braucht ihr das eigentlich nicht mehr. Hier gibt es einfach nochmal kleine Hilfestellungen, wie funktioniert was und wie kann ich was machen. Angry Birds habe ich runtergeladen. Antivirus. Braucht ihr, wenn ihr mich fragt, nicht wirklich. Aber sicher ist sicher, wenn ihr nur Applikationen aus dem Google Play Store runterladet, sollte eigentlich alles klappen. Ist aber trotzdem drauf, wir sehen es hier, AVG Antivirus Pro, können wir aktivieren oder nicht. AnTuTu habe ich runtergeladen, Aufgaben. Aufgaben, was können wir hier machen? Neue Aufgaben hinzufügen, sowas wie Titel, Schuhe kaufen, laufen ist auch okay, soll ja jetzt nur irgendwas sein. Wir haben wieder unsere Tastatur, die wir kennen, können auch etwas einsprechen, können ein Ablaufdatum einstellen, so wie den 29. Juli, klicken auf Fertig und haben hier eine Aufgabe. Wir können uns das Ganze nochmal genauer anschauen, beendet am, um so und so viel Uhr. Okay, ich habe es also getan, Aufgabe erledigt. Barcode-Scanner ist vorinstalliert, um zum Beispiel irgendwelche QR-Codes zum Scannen. Ihr kennt das, glaube ich, schon, coole Sache, dass es vorinstalliert ist. Den Browser kennen wir, Chrome kennt man auch, Cloud Backup. Was ist OneTouch Cloud Backup? Wir können das Ganze sichern und dann wiederherstellen oder eine planmäßige Sicherung einstellen. Das Ganze ist gar nicht mal so uncool. Ich zeige euch mal kurz, wie das geht. Wir gehen auf Sichern und können dann auswählen, interner Speicher, Boxnet oder Dropbox, wo soll es gespeichert werden. Interner Speicher beispielsweise, Sicherung hinzufügen, ja oder nein. Und dann können wir, wenn wir irgendwas gemacht haben, das Ganze wiederherstellen später. Und dann haben wir all unsere Daten wieder. Currency Converter klingt schon so nach Währungsumrechner. Ja, ich agree. Okay. Ich fliege in Urlaub und nehme mit $100.000. Das sind 75.000 Euro. Das ist okay. Ich möchte aber jetzt keine Dollar haben, sondern lieber Euro, denn davon habe ich viel, viel mehr. Umgerechnet sind das dann in, ja okay, ich fliege nach Indien, 7.847.018 Rupien. Ja, okay, nehme ich so mit. Swap, einmal einfach genau andersrum, Rate Details, kaufen, verkaufen und so weiter. Plus, je nachdem, wo ich denn was kaufe, gibt es natürlich noch eine Commission Rate, weil auch die ein oder anderen Geld verdienen wollen. Ja, so sieht der Currency Converter aus. Ich glaube, man versteht, was er kann und was er tut. Coole Sache, ist nicht immer unpraktisch. Man könnte auch sagen, ist praktisch, ja. Datei Manager, ich erkläre das immer so in etwa nach Windows Ordnerstruktur. Hier kann ich sehen, was habe ich wo in welchem Ordner stecken. Hier kann ich hoch und runter gehen, kann genau gucken, Telefonspeicher 107 MB sind frei. Von 2 GB kann dann zum Beispiel zu Musik gehen und sehe halt hier in Ordnerstruktur,
welche Lieder ich habe, wie groß die sind, kann sie in Ordner packen, kann nach Sachen suchen und so weiter. Ich glaube, auch das ist recht einfach zu verstehen. Der Trigger ist ein Spiel. Bei Downloads finde ich irgendwas, was ich runtergeladen habe, zum Beispiel PDF-Dateien. Einrichtungsassistent. Wenn man das Gerät zum ersten Mal hochfährt, dann muss man natürlich ein paar Schritte einstellen. Können wir uns mal ganz kurz anschauen. Sprache zum Beispiel. Telefon reagiert empfindlich auf. Bla bla, okay. Welche Tastatur soll als Eingabetastatur gewählt werden? Welche SIM-Karten nutze ich? Zeitzone und so weiter. Google-Konto einrichten. Das sind so die ersten Schritte, die man machen muss. Kann man hier nochmal ändern. Die Einstellungen sehen so aus. Drahtlos und Netzwerk, Gerät, Nutzer und Konten und System. Hier kann ich euch mal gerade in der Telefoninfo zeigen, Version 4.2.1 und damit quasi die drittaktuellste momentan nach 4.3 und 4.2.2. Das ist schon mal nicht schlecht. Gut, wir haben noch Evernote mit an Bord. Viele Menschen machen sich noch viel mehr Notizen. Genau das kann ich hier machen. Bei Evernote anmelden, ja oder nein, kann mir dann hier viele Notizen machen, diese ordentlich bearbeiten. Ist mit an Bord, coole Sache. Facebook ist jetzt nicht ganz so spannend, aber wir haben es alle. Auch das ist vorinstalliert. Funktastatur ist eigentlich ganz cool. Was kann das? Über Bluetooth kann ich eine Tastatur koppeln. Muss natürlich Bluetooth an sein. Wenn ich es dann hier finde nach der Suche, kann ich es koppeln und dann darüber schreiben. Ich glaube, auch das erklärt sich von alleine. Galerie kennen wir, Game Loft Live. Das klingt schon so ein bisschen nach Gaming. Kann mich also hier mit meinem Konto anmelden, der Game Loft Community und rund um die Uhr mit anderen Leuten zocken. Passwort vergessen, Konto erstellen, all das geht gleich hier. Spiel wirklich beenden, ja. Gmail kennen wir, Google Einstellungen kennen wir, Google Plus kennen wir, Kalender, Kamera, King, Soft, Office. Wir müssen natürlich auch irgendwie PowerPoint bearbeiten oder anschauen können, genauso wie Word und auch Excel. Ja, helfen Sie mit, das zu verbessern? Nein, wir wollen keine Sachen zustimmen. Gut, zum Öffnen hier tippen. Ich gehe mal wieder ein bisschen raus und ihr könnt schauen. Kann dann hier Dateien, alle Dokumente, die ich beispielsweise gespeichert habe, direkt hier öffnen, neues Dokument erstellen. Was möchte ich? Word, eine vorinstallierte, sage ich jetzt mal, Schablone, Blank Spreadsheet oder Blank Presentation. Also je nachdem, was ich erstellen möchte, kann ich mir das hier direkt aussuchen und dann irgendwas eintippen. Ja, ich glaube auch das erklärt sich von selbst. Speichern, nicht speichern oder abbrechen. Ich möchte es nicht speichern, kann aber hier genau diese drei Aufgabentypen erstellen. Bluetooth machen wir mal wieder aus, die Tastatur brauchen wir ja nicht. Hier ist natürlich alles gespeichert dann, wenn ich brav war. Kingsoft beenden, ja. Kontakte kennen wir, LinkedIn ist genau wie Facebook bereits vorinstalliert. Local kann ich also schauen, was bei mir in der Nähe so an tollen Restaurants und sowas ist. Maps kennen wir auch, Messenger, Mitteilungen haben wir bereits gesehen, Mobilgerät, Broadcasts. Was ist das? Wir öffnen es mal kurz. Hier gibt es Warnung, wenn ich beispielsweise zwischen verschiedenen Telefonfunkmasten hin und her wechsle oder sowas. Oder ich das Netz ändere oder sowas. Was kann ich in den Einstellungen machen? Hier sieht man nicht viel, das Ganze ist auf Englisch gehalten. Ihr sollt aber trotzdem einen Überblick bekommen. Gut, haben wir auch das gesehen. Ich hoffe, das war auch richtig, denn das habe ich so gelesen. Ansonsten konnte ich der Applikation nicht viel entnehmen. Wenn es also nicht ganz stimmt, bitte klatscht mich nicht weg in den Kommentaren. Ihr dürft mir aber gerne sagen, was es wirklich ist. Ich habe, wie gesagt, nur ein bisschen gelesen. Musik, Navigation. Wir haben eine kostenlose Navigation mit dabei, braucht allerdings eine Mobildatenverbindung. Wer ein Smartphone hat, hat die aber meistens, also wird auch das ordentlich laufen. Nenamark 2 habe ich runtergeladen, News und Wetter erklärt sich von selbst, haben wir noch eine Einkaufsliste. Meine Einkaufsliste, ich kann hier oben natürlich etwas Neues hinzufügen, und zwar brauche ich klare Soße oder Suppe hinzufügen. Okay, und Teer und Schuhcreme. Okay, kann mir dann einwählen. Auswählen, ja okay, habe ich oder habe ich noch nicht gekauft. Kann hier überall die Häkchen wieder wegmachen mit genau diesem Teil und merken, okay, ich habe alles gekauft, ich brauche es nicht mehr. Erklärt sich, glaube ich, von selbst, oder ich brauche was, dann notiere ich mir hier das, muss es nicht, wie ich es mit meinem Note mache,
alles irgendwie hinkritzeln, so schon deutlich praktischer. One Touch Manager. Auch diesen schauen wir uns nun aus. One Touch Manager Agent bei USB-Verbindung starten? Nö. Für Wi-Fi-Synchronisierung hier drücken? Okay. Hilfe! Hilfe! Das dauert. Nachdem die Installation des OneTouch Manager WLAN Agents oder Agents abgeschlossen ist, befolgen Sie bitte die unteren Schritte, um den OneTouch Manager auf Ihrem PC zu installieren und eine Verbindung herzustellen. So, ich kann also hierüber mein Gerät mit dem PC verbinden und dann beispielsweise irgendwelche Dateien austauschen oder sowas. Ist, glaube ich, gar nicht mal so unpraktisch, falls man sein Kabel nicht dabei hat. Gut, wir sind bei OneTouch Radio. So, lokale Radiosender. Und hier läuft zum Beispiel 1FM Blues. Machen wir mal ein bisschen lauter. Ja, hier läuft Musik. Gar nicht mal so schlecht. Ich kann das Ganze mit einem Sternchen versehen und den Sender zu meinen Favoriten hinzufügen. Man sieht schon, man braucht hier kein Headset. Ich zeige euch nochmal ganz kurz die Sortierung. Man braucht kein Headset, um irgendwas zu empfangen. Das geht auch so. Musik, Favoriten, Nachrichten, Sport und Länder. Kann mir beispielsweise Radio Mars anhören und dann viele, viele Sportnews bekommen. Könnt ihr das überhaupt genau sehen? Jetzt, ja. Das Ganze ist über Werbung finanziert, wie ihr schon seht. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Pixel ist die nächste Station. Was können wir hier machen? Wir können ein Bild abrufen, aus den Screenshots beispielsweise, und diese dann bearbeiten. Welche Auflösung wollen wir denn haben? Normal passt jetzt gerade mal. Was können wir hier machen? Wir klicken irgendwo ins Display und können dann beispielsweise eine Sprechblase hinzufügen, und zwar eine schwarze und mit dem Text. So, die kann ich dann hier irgendwo hinpacken, je nachdem, was auch immer ich damit vorhabe, kann aber natürlich auch unten den Rüssel bewegen. Was kann ich sonst noch so machen? Ich kann hier einfach viel, viel rumspielen, kann noch einen Titel hinzufügen oder irgendwelche Etiketten, sowas wie Romantik. Mir so ein Herz holen und das umsetzen, kann es noch ein bisschen drehen, größer und kleiner machen, je nachdem, was man denn so vorhat. Wir können Effekte hinzufügen, Kontrast, Temperatur, pixelisieren, Temperatur ist gerade schön, können es dann hoch und runter drehen, warm, speichern. Und das Ganze dann so anpacken. Ich glaube auch, das erklärt sich von selbst. Eine schöne Sache, um Bilder zu bearbeiten. Ja, wir sind auch immer nicht fertig. Es gibt hier einiges an Software, das draufgepackt wurde. Playbooks, Music Store sind sowieso schon drauf. Quadrant Standard, den habe ich für euch gemacht. Hier das Radio, das wir auch nur mit Headset benutzen können. Jetzt wollte ich doch gar nicht ganz rausgehen. Real Racing 3 habe ich ebenfalls für euch runtergeholt. Genauso wie den Rechner nicht. Der gab es natürlich schon. 9 mal 9 durch 9 minus 9 ist gleich 0. Rechnertest bestanden. Im Querformat, seht ihr, habe ich keinen wissenschaftlichen Teil. Das bekomme ich jeweils mit einer Wischgeste. Sowohl hier als auch da. Taschenrechner rechnet, tolle Sache. Scribe Calculator und Scribe Note schauen wir uns nun an. Das sind zwei echt coole Sachen, wie ich finde. Das Ganze macht mehr Spaß mit dem Stylus, der mitgeliefert wird. Wir schauen ihn uns nochmal ganz kurz an. So sieht er aus. Und dann legen wir los. Scribe Calculator erklärt sich eigentlich von selbst. Man kann ein bisschen schreiben und das wird dann gerechnet. Sowas wie 3 plus 5 mal 7. Das Ganze wird erkannt und direkt ausgerechnet. Da kann ich jetzt aber weitermachen. Mal 3 durch, okay, 8. So, das Ganze wird direkt ausgerechnet. Ich kann auch hier wieder zurückgehen oder einen Schritt vor, kann das Ganze löschen. Kann ich eine Wurzel ziehen? Okay, Wurzel 7 ist natürlich ein super Ergebnis. Mal Pi. Gut, das hat er jetzt hochgesetzt. Man muss also ordentlich schreiben. Man kann auch sowas machen wie 3 hoch 7 mal Wurzel 49. Ob er das erkennt? Fast. Ja. Ihr seht also, man kann auch sowas machen. 3 hoch 7 mal, Klammer auf, 4 plus 9. Hier ist ein Mal.
Wenn man ordentlich schreibt, dann geht das. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass hier gleich das Ergebnis angezeigt wird. Ich kann aber hier noch etwas dran setzen. Sowas wie plus 7. Jetzt sehe ich schon wieder so einen Punkt. Ihr seht aber, man kann quasi hier immer weiterrechnen. Durch 3. Es wird nicht immer erkannt. Wenn ich jetzt hier aber einen Strich drunter setze, dann wird dieser beispielsweise direkt als Bruch erkannt. Und was soll ich sagen, das ist irgendwie sehr, sehr intuitiv. Das heißt, ich kann hier immer weiterrechnen, kann aber auch ganz einfach mal das Ganze querdrehen, habe dann ein bisschen mehr Platz und kann dann vielleicht sauberer schreiben. Sowas wie, hinter der Kamera natürlich immer schwer, Klammer auf, 7 plus 4 in Klammern hoch 2 plus Wurzel 4, 9 durch 2. Sowas erkennt er dann also. Und das geht immer so weiter. Das ist echt nicht schlecht. Setzen wir mal über das Ergebnis was. Da wird natürlich nicht viel erkannt. Hier wird vorgeschlagen, mal, okay, dann nehme ich Wurzel 9, okay, Wurzel 5 wurde erkannt. Wenn ihr ordentlich schreibt, dann erkennt er das. Eigentlich ein ganz cooles Feature, gefällt mir echt gut. Als nächstes hätten wir dann noch Scribe Note. Und auch das erklärt sich eigentlich von selbst. Neuer Notizblock. Klicken wir halt mal drauf. Titel: Hundeschule. Natürlich könnt ihr auch ganz normal mit dem Teil tippen. Nicht, dass da jemand was anderes meint. Gut, suchen wir uns das mal. Erkennungszertifikat ist abgelaufen oder ungültig. Das macht ja Spaß jetzt. Ganz viele kann ich hinzufügen. Aber ich kann sie dann doch nicht nutzen. Woran das liegt, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Sicherungskopie erstellen, ja oder nein? Einstellungen. Bildschirmausrichtung sperren, ich kann es dann also nicht mehr drehen. Schreibfunktion. Tja, das ist jetzt natürlich eine super Sache. Erkennungszertifikat ist abgelaufen oder ungültig. Gar keine Ahnung, was das sein soll. Über Scribe Note. Scribe Note, okay. Schreibfunktion Finger und alle Stifte, nur Stifte mit harter Spitze. Das kann ich hier einstellen. Gut, hallo. Ich versuch's noch einmal und ich kann nicht das hochladen bzw. exportieren. Tolle Sache, bringt mir aber nicht viel, wenn ich das bearbeiten will. Dupliziert. Okay, kann es trotzdem nicht öffnen. Wir sehen aber hier im Hintergrund, was man machen könnte, wenn es denn ginge. Wir können ein bisschen schreiben, wir können das Ganze wegradieren, wir können es mit unserer eigenen Form bearbeiten, können eine neue Seite hinzufügen, eine Seite zurückgehen, eine Seite vor, können hier noch ein bisschen skalieren. Blöd, dass es nicht funktioniert. Ich schaue mal, ob ich das jetzt noch hinkriege. Aber wenn ihr diesen Teil hier im Review seht, dann werde ich es nicht hinbekommen haben. Einfach ein bisschen abwarten und vielleicht klappt es irgendwann. Sorry, dass das nicht klappt. Back in the menu. Shark Dash ist vorinstalliert, ein Gameloft-Spiel. Probieren wir doch mal, ob die Leistung wirklich so toll ist. Warum genau das vorinstalliert ist? Gucken wir mal. Das Spiel benötigt zusätzliche Daten. Okay, dann lad es halt schnell runter. Geht dank WLAN ja wirklich sehr, sehr schön. Hier sieht man übrigens, wie viel 16 Megabyte es waren, nämlich 31 insgesamt des Spieles und es war ein Teil vorinstalliert. Das heißt, jetzt gleich ist es schon fertig. Habt ihr den Satz verstanden? Ich weiß es nicht. Shark Dash haben wir jetzt gleich und können dann spielen. Das Spiel wurde erfolgreich runtergeladen. Dann können wir jetzt spielen. Schöne Sache. Game Loft. Shark Dash. Hier unten lädt noch ein bisschen Bildschirm berühren. Okay. Demo spielen. Okay. Level wählen. Okay. Jetzt müssen wir hoch und runter springen und uns bewegen und diese Entchen waren es, glaube ich, immer einsammeln. Ich habe schon länger nicht mehr gespielt. Irgendwann war es schon mal eine Demo. Aber wir kriegen das schon hin. So. Nach oben springen. Genau. Ich muss es ziehen und dann muss ich die ganzen Fische da einsammeln. Das Ganze geht natürlich nicht nur gerade, sondern auch quer und so. Und so, also, dann spring halt mal ein bisschen diagonal.
Die türkisen Lichter auf dem Stöpsel zeigen die Anzahl der verbleibenden Versuche an. Diese hier. Gut. Und noch einmal und dann haben wir sie. Ja, interessantes Spiel, mag dem einen oder anderen vielleicht gefallen. Ach, Kinders, wenn ihr wüsstet, wie warm es hier drin gerade ist. Shazam. Shazam kennen wir. Man kann damit Musik, die im Fernsehen läuft oder im Radio oder in irgendeinem Club oder die vielleicht irgendwer besonders toll vorsingt, eventuell erkennen. Das heißt, es läuft im Hintergrund Musik, ihr aktiviert Shazam und dann wird hoffentlich Interpret und Titel erkannt, vielleicht sogar das Album. Und ihr könnt es euch runterladen, anschauen oder euch einfach Notizen zu machen. Okay, diese App, dieses Lied ist das, Verzeihung. Und ja, dann könnt ihr euch das besorgen. Legal. Und es geht weiter mit Skitch. Das ist wieder mal so eine kleine kreative Spielerei. Wir können ein Foto aufnehmen, auswählen, auf Karte zeichnen, aus Web erfassen oder ein leeres starten und dann, ja, so ziemlich viel rummalen, würde ich mal sagen. Das Ganze macht mit einem Foto aber mehr Spaß, also nehmen wir mal ein Foto auf. Das lässt viel kreativen Spielraum. Ich kann das hier jetzt noch drehen, wenn es mir so nicht gefällt. Neu aufnehmen. Das ist das, was ich sagen wollte. So, löse aus. Muss ja nicht scharf sein. Wir klicken auf OK. Das Ganze dauert immer so ein bisschen. Und jetzt kann ich hier malen, beispielsweise mit Orange und einem dicken Stift. Kann das Ganze dann noch zuschneiden, je nachdem, wie ich es gerne hätte. Kann dann noch ein bisschen Text einfügen, sowas wie Dickejiggle. Und dann, wenn ich möchte, kann ich hier noch Textmarkern, wie auch immer ich das nennen möchte, Rechteck drüber ziehen. Oder hier irgendwelche Rechtecke. Ihr habt gesehen, das hat das verpixelt, gell? Pfeile, die dann verschieben. Und Textmarkern kann ich und ganz viel schreiben. Natürlich kann ich auch hier die Farbe und die Stiftdicke nochmal ändern. Ich kann das rumschieben und löschen und so weiter. Hierüber kann ich so ein bisschen das Bild im Hintergrund ändern, beziehungsweise die einzelnen Sachen wieder hin und her schieben. Das funktioniert ganz gut, das heißt, der Stift erkennt schon, was ich da dann wirklich ziehen will. Mit dem Finger geht das auch, je nachdem, was ihr möger liebt oder lieber mögt, das dürft ihr euch nun aussuchen, kann die einzelnen Sachen wieder löschen, von vorne anfangen. Je nachdem, was ich denn so vorhabe. Ja, das ist Skitch. Das Ganze verwerfen wir jetzt mal und schauen, was wir sonst noch haben. 43%, das ist der neue Zwischenstand und wir kriegen dieses Gerät irgendwie noch in die Knie. Ich spüre das. Gar nicht mal so gut. Skype kennt jeder von uns, kommt noch der Sprachrekorder. Hier müssen wir etwas aufnehmen. Momentan liegt noch die Kamera zwischen mir und dem Gerät. Jetzt nehme ich es mal direkt vor den Mund und spreche hier weiter. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie denn die Qualität ist. Stopp. Speichern. Ich mache schon mal die Musik laut. Das Radio stellen wir mal aus. Gehen zu Sprachrekorder und hören uns das Ganze an. Hier müssen wir etwas aufnehmen. Momentan liegt noch die Kamera zwischen mir und dem Gerät. Jetzt nehme ich es mal direkt vor den Mund und spreche hier weiter. Und dann wollen wir doch mal schauen, wie denn die Qualität ist. Ja, die Qualität ist nicht so toll. Mit oder ohne Kamera hat da, glaube ich, kaum einen Unterschied gemacht. Ihr habt es gehört, für wichtige Sachen nimmt man entweder ein Diktiergerät oder lieber ein anderes Smartphone. Das hier schneidet nicht wirklich gut ab. Die Sprachsuche kennen wir auch. Statt einzutippen, sprechen wir dann einfach mit Google. Angry Birds, Temple Run und Dead Trigger sind ein paar Spiele, die ich jetzt nicht öffnen wollte. Genauso wie Real Racing. Jetzt ist es schon wieder im Querformat. Genau deshalb mag ich die Autorotation nicht. Aber das tut hier ja nichts zur Sache. Entsperren wir das Gerät nochmal, gehen ins Hochformat. Sehr schön. Ich lasse das jetzt einfach mal drin, denn ich bin ja auch nur ein Mensch und ihr sollt mal sehen, dass ich auch mal so ein bisschen was mache, was ich nicht machen sollte. Die Suche ist auch selbstverständlich. Wir können natürlich das Gerät durchsuchen, Systemaktualisierungen. Ganz praktisch, wenn man nicht extra in die Telefoninfo gehen will, sondern wir suchen einfach direkt über diesen Menüpunkt nach einer Aktualisierung, also einem Update. Talk wird gleich durch Hangouts ersetzt, wenn ihr es einmal anklickt. Eine Taschenlampe haben wir mit dabei. Wofür das Ganze?
sehr, sehr praktisch, wenn man mal nachts aufstehen muss oder sowas oder draußen unterwegs ist und Slenderman spielt. Schön, dass es vorinstalliert ist. Wir können das ein- oder ausschalten, haben verschiedene Helligkeitsstufen. Mal schauen, ob ich die jetzt drauf bekomme. Das ist die erste. Das ist die zweite. Und das die dritte. Ich weiß nicht, ob ihr den Unterschied gesehen habt, aber Taschenlampe zu haben ist immer cool. Telefon, Temporun kennt man, Tethering. USB Tethering. Sie können Ihr Telefon über ein USB-Kabel mit Ihrem Computer verbinden, um die Internetverbindung auf Ihrem Telefon auf Ihrem Computer nutzen zu können. Versteht man, oder? Mein Internet kann ich auf dem PC nutzen, wenn ich das verbinde. TouchPol-Eingabe. TouchPol haben wir schon gesehen, da kommen wir auch hin, wenn wir eine Nachricht schreiben, die Tastatur also offen haben. Genau dort kommen wir in diese Einstellungen. Twitter, ebenfalls integriert wie LinkedIn und Facebook. Die Uhr kennen wir, Velomo Video Studio. Velomo ist ein Benchmark und Video Studio. Hier können wir Videos bearbeiten, neue Projekte erstellen und dann geht's los. Im Video Player können wir natürlich Videos abspielen. Das Wetter sagt uns das Wetter. YouTube ist eine YouTube-App. WLAN, hier können wir die WLAN-Einstellungen vornehmen. Und dann hätten wir noch Wireless Display. Das ist der letzte Punkt, den wir hier nutzen können. Ja, und damit sind wir auch fertig mit dem Review. Wireless Display erklärt sich, glaube ich, von selbst. Wir öffnen es ganz einfach, finden dann hoffentlich ein kompatibles Gerät und dann können wir den Inhalt unseres Smartphones wiedergeben auf beispielsweise sowas wie Notebooks oder Fernsehen. Ja, und das war es jetzt endlich. Das war das Review zum Alcatel OneTouch Scriper D. Wollen wir nochmal kurz zusammenfassen, was ich so von dem Teil halte. Den Lautsprecher kann man mehr oder weniger wegwerfen, ist für den Preis aber, glaube ich, okay. Man zahlt ungefähr 300 Euro, dort gibt es deutlich, deutlich bessere Geräte, aber kommt darauf an, wenn man nicht viel Musik hört damit oder ein Headset benutzt, dann geht das schon. Kamera, vollkommen in Ordnung, nicht besonders toll, aber auch nicht schlecht. Verarbeitung ist eigentlich ganz gut, mir ist nichts aufgefallen, was irgendwie stört, alles sitzt fest. Diese kleine Luke, die ich im Unboxing erwähnt habe, ist echt unpraktisch. Da kommt man nur hin, wenn man irgendwas Spitzes in den Fingern hat. Das Gerät wird sehr, sehr warm, wie ich gerade merke. Das kann aber auch an den, ich glaube, es sind mittlerweile 36 Grad draußen, wenn der Wetterbericht denn stimmt, liegen, weil ich das natürlich auch in der Hand habe und ich total heiß bin und so. Ihr wisst schon Bescheid. Der Akku, den schauen wir uns mal an, ist bei 41%. Das hat bisher noch kein Gerät geschafft. Ist leider ein toller negativer Punkt, denn der macht nicht so viel mit. Ich habe natürlich jetzt ordentlich damit gepowert, aber naja, wie gesagt, andere Geräte haben ebenfalls mitgepowert und die haben nicht ganz so schlecht abgeschnitten. Die Performance ist in den meisten Applikationen ganz gut. Ich würde behaupten, wenn eine Applikation hier ruckelt und so wie ich eine Flasche runterwirft, dann liegt das an der Programmierung, denn alles in allem funktioniert das Gerät wirklich gut, läuft flüssig und alles ist wunderbar. Die Größe ebenfalls, es liegt gut in der Hand, liegt aber allerdings auch ein wenig billig in der Hand. Also man wirkt schon, dass es hier Polycarbonat ist. Aber ich kann euch sagen, wenn ihr ein 300-Euro-Gerät haben wollt mit 5 Zoll, dann könnt ihr euch das Gerät mal ordentlich anschauen. Sehr, sehr cool ist nämlich, dass wir ein Stylus mitgeliefert bekommen und dieses Magnetcover. Das können wir draufpacken, hält hier nur an dieser einen Seite übrigens, habe ich im Unboxing schon gezeigt. Hier hält das nirgendwo. Also hier dran pappen. Dann habt ihr ein schönes Cover mit so Vlies oder was das hier drin ist, um das Display zu reinigen. Es wird nur das Display geschützt. Ihr seht schon, alle anderen Ränder sind frei, aber ist auf jeden Fall echt cool, dass es kostenlos mitgeliefert wird. Es stört. Ja, es stört schon, wenn man es in der Hand hat. Ich würde es einfach abmachen, geht aber dank Magnet ja super schnell. Wenn man das hier nämlich in der Hand hat, so eine Kante, ist das ein bisschen blöd. Abschließende Worte waren das zum Alcatel OneTouch Scriper D. Das war mein Review. Vielen Dank für eure lange, lange Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ciao.